was du sein musst. Worte der Mutter. Du fragst mich, was du tun musst. Es wäre besser zu fragen, was denn du sein sollst, denn die Umstände und Aktivitäten im Leben haben keine große Bedeutung. Was wichtig ist, ist die Art und Weise, wie wir auf sie reagieren. Es liegt in der Natur des Menschen, dass er krank wird, wenn er sich auf seinen Körper konzentriert, dass er unglücklich wird, wenn er sich auf sein Herz und seine Gefühle konzentriert, dass er verwirrt wird, wenn er sich auf seinen mentalen Geist konzentriert. Es gibt zwei Möglichkeiten, aus diesem prekären Zustand herauszukommen. Die eine ist sehr mühsam. Sie besteht in einer strengen und kontinuierlichen Tapasya. Es ist der Weg der Starken, die dafür prädestiniert sind. Die andere Möglichkeit besteht darin, etwas zu finden, auf das man sich konzentrieren kann und das die Aufmerksamkeit von seinem kleinen Ego, seinem persönlichen Selbst, ablenkt. Am wirksamsten ist ein hohes Ideal, wobei es zahllose Dinge gibt, die in diese Kategorie fallen. Am häufigsten wählen die Menschen die Ehe, weil sie am einfachsten zugänglich ist. Jemanden zu lieben und Kinder zu mögen, beschäftigt dich und zwingt dich, dein eigenes Ich ein wenig zu vergessen. Aber es ist selten erfolgreich, denn die Liebe ist keine Selbstverständlichkeit. Andere wenden sich der Kunst zu. Andere wiederum der Wissenschaft. Manche wählen ein soziales oder politisches Leben und so weiter und so weiter. Aber auch hier hängt alles von der Aufrichtigkeit und dem Durchhaltevermögen ab, mit dem der gewählte Weg beschritten wird. Denn auch hier gibt es Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden. Im Leben geht also nichts ohne Anstrengung und Kampf. Und wenn du nicht bereit bist, dich anzustrengen und zu kämpfen, dann ist es besser, die Tatsache zu akzeptieren, dass das Leben langweilig und unbefriedigend sein wird und dich dieser Tatsache ruhig zu fügen.